Alarm. In 2 Minuten muss das Team in der Luft sein. Helikopter Christoph II. Einsatzort Frankfurt am Main. Tür geht auf. 70.000 Flugstunden, unzähligen Menschen geholfen, 43.000 Einsätze, immer wieder Leben gerettet. Wenn Sie gerufen werden, dann ist es ernst. Dann geht es um Minuten, um Leben oder Tod. 38 geboren, hat sich in suizidaler Absicht frontal ins Hirn geschossen, sonst ist nichts bekannt. Die Kollegen in Hamburg haben im Winter oft einen heimtückischen Gegner, den Nebel. Notarzt Bernd Vorwerk kennt das nun schon seit 21 Jahren. Immer wieder derselbe Konflikt. Ein Patient muss dringend in die Klinik. Aber die Nebelbänke werden dichter, das Fliegen und Landen immer gefährlicher. Manchmal stoßen auch die Engel in Orange an Grenzen. Es gibt Situationen, wo man Kopf und Kragen tatsächlich riskiert. Aber unser Pilot trägt die Verantwortung für uns, uns sicher zum Ziel, aber auch wieder nach Hause zu bringen. Und dementsprechend gibt es einfach eine Grenze dessen, was möglich ist. Auch wenn man manchmal mehr möchte. Engel in Orange. Die Retter mit dem Helikopter. Jetzt in der ZDF-Reportage. Hans Wank, der Pilot, und Notärztin Sabine Jobmann sprinten zum nächsten Einsatz. Alarm für Christoph II in Frankfurt. Es geht zur A3. Unfall mit einer Schwerverletzten. Mehr weiß auch Sabine Jobmann nicht. Rettungsassistent Rolf Schmidt ist der Dritte im Team. Gemeinsam mit Pilot Hans Wank sucht er angestrengt nach einer Route ohne Hochspannungsleitungen. Nebel auch in Frankfurt. Leitungen können zu tödlichen Fallen werden für alle Helikopter. Hans Wank entscheidet, ob sie in dieser Suppe weiterfliegen können oder nicht. Also ihr beiden, mal ganz kurz zur Info. Wir wissen noch gar nicht, ob wir hinkommen, wie das aussieht. Sie haben Glück. Die Sicht klart auf. Der direkte Anflug ist jetzt möglich. Die Landung ist schwierig, die Autobahn noch nicht voll gesperrt. Es ist immer heikel, auf einer Autobahn zu landen, weiß Polizeipilot Hans Wank aus jahrelanger Erfahrung im Rettungshubschrauber. Manche Autofahrer versuchen bis zur letzten Sekunde durchzukommen, bis der Heli fast schon am Boden ist. Tür geht auf. Links hinten ist gut. Wir sind frei, unten frei. Sabine Jobmann ist inzwischen über Funk informiert worden. Das Unfallopfer atmet nicht mehr. Jeder weiß genau, was zu tun ist, ohne viele Worte. Warum die Fahrerin dieses Kleinwagens die Gewalt über ihr Fahrzeug verloren hat, ist noch ungeklärt. Der Wagen hat sich 6-mal überschlagen. Die Fahrerin ist in akuter Lebensgefahr. Okay, Rolf, Trage. Sabine Jobmann und die anderen kämpfen um das Leben des Unfallopfers. Die Reanimation gelingt. Die Verletzte atmet wieder. Jetzt muss sie möglichst schnell in die Neurochirurgie. Inzwischen meldet der Verkehrsfunk 12 Kilometer Stau nach Vollsperrung. Nervendes Warten in den Autos und gleich daneben ein Kampf um Sekunden. Schwere Verletzungen an Kopf und Rücken. Es ist ungewiss, ob das Unfallopfer die Klinik lebend erreicht. Über den Taunus drüber, körpernatal runter. Die Anspannung im Team ist groß. Jeder Griff sitzt. Alle sind hochkonzentriert. Während des Fluges stabilisiert die Notärztin den Blutdruck und die Atmung der ohnmächtigen Frau. Die Hightech-Einrichtung im Heli wird jetzt voll beansprucht. Die Notärztin hat Hoffnung. Die Patientin stabilisiert sich gerade. Stabilisiert sich. Die genaue Beobachtung der Patientin ist jetzt wichtig. Immer wieder schaut sich Sabine die Pupillen des Unfallopfers an. Meine Veränderung der Pupillenweite kann für mich einen Anhalt geben, ob irgendeine Schädigung im Hirn jetzt voranschreitet. Deswegen schaue ich mir die öfters an. 12 Flugminuten später. Landung auf dem Dach der berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in Frankfurt. Sie haben es gerade noch geschafft. Die fast schon totgeglaubte Frau erreicht die Frankfurter Spezialklinik lebend. Sabine diktiert im Schockraum den ersten Befund für die Operationsärzte. Patientin ca. 60 Jahre alt, Hochrasaustrauma auf der BAW3, hat sich mehrmals überschlagen. Sie hatte keine Schutzreflexe mehr, man konnte sie so intubieren. Sie hat einen Pneumothorax-Rex, der ist entlastet, sie hat Frakturen an den Oberarm. Der Bauch ist extrem gebläht, ich habe keine freie Flüssigkeit gesehen, aber das scheint mir suspekt. Obacht!
Die Ärztin Sabine Jobmann schätzt die Überlebenschancen der Patientin auf höchstens 50-50. Aber wenigstens konnten sie sie lebend ins Krankenhaus bringen. Viele dieser Patienten, die diesen Zustand dann haben, die bekommen wir gar nicht wieder. Aber in ihrem Fall ist es jetzt gelungen, nach weniger als 5 Minuten. Immerhin hat sie es ja bis hierher geschafft. Und das schaffen die meisten nicht, die diesen Zustand haben nach einem Unfall. Tage später erfährt das Team, dass die schwer verletzte Autofahrerin überlebt hat. Auch dank ihrer schnellen Hilfe aus der Luft. Ohnmachtsanfall? 78 Jahre Ohnmacht. Oha! Der Hamburger Notarzt Bernd Vorwerk und seine Crew müssen oft weit hinaus aufs platte Land. Mit dem Rettungswagen in die großen Kliniken in der Stadt würde Stunden dauern. Der Heli schafft es in 18 Minuten. Für so einen Hafenblick würden Touristen viel Geld zahlen. Der Notarzt aber schaut nicht mehr hin. Seine Aufmerksamkeit gehört dem Funk. Mann mittleren Alters in der Lüneburger Heide erleidet plötzlichen Sehverlust und Nackensteifheit. Klingt nach Hirnblutung. Ein lokaler Rettungswagen hat den Patienten bereits zum Landeplatz am Dorfrand gebracht. Bernd Vorwerk muss ihn jetzt untersuchen und schnell entscheiden. Die Kinder des Kranken sind aufgeregt und besorgt. Schnell steht fest, der Vater muss mit in die Klinik. Rettungsassistent Michael Kansi versucht, die Kinder zu trösten. Habt ihr mitgekriegt, ne? Bist du die Tochter? Wir fliegen dein Papa nach UKE, ist jetzt wieder besser geworden, er sieht wieder ganz normal und alles. Vorsichtshalber fliegen wir einmal rüber in die Uniklinik in Eppendorf, da war er ja schon mal, weißt du ja. Und dann sollen die einmal gucken, was los war. Okay? Ah. Und. Eine genaue Diagnose ist auf dem Parkplatz nicht möglich. Die Anzeichen deuten auf eine Hirnblutung hin. Tränen bei den Kindern. Bei Hirnverletzungen muss alles ganz behutsam gehen. Jede Erschütterung ist gefährlich. Vordere oder hintere? Mit dieser Ungewissheit muss das Rettungsteam oft leben und trotzdem die richtigen Maßnahmen treffen. Die Ehefrau ist immer noch fassungslos darüber, wie schnell alles ging. Ganz plötzlich, dass er so ein Flimmern vorm Auge hatte und dann so, ja. Einfach jetzt von jetzt auf gleich den Schalter umlegen. Bernd Vorwerk schreibt schon mal den ersten Befund. Der Patient ist soweit stabil. Die Maschine startklar. Tschüss. Tschüss, Papa. Bis später. Tschüss. Der Notarzt ist überzeugt, dass der Mann möglichst schnell in eine Spezialklinik gebracht werden muss. Wir müssen davon ausgehen, dass er irgendein Problem im Kopf hat. Das könnte eine Blutungsstörung sein, das kann ein Gefäßverschluss sein, das kann aber auch eine Blutung sein. Und das heißt, er braucht eine Spezialklinik, eine Spezialabteilung. Verdacht auf Gefäßverschluss oder Schlimmeres. Bernd Vorwerk ist Arzt bei der Bundeswehr, fliegt seit 17 Jahren mit Christoph 29. Die eine Hälfte seiner Arbeitszeit fliegt er als Notarzt im Helikopter. In der anderen Hälfte arbeitet er als Anästhesist im Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg. Er ist erfahren, hat vieles erlebt, war im Kosovo und in Afghanistan. Bernd Vorwerk und sein Team haben dem Mann geholfen. Sie haben ihn stabilisiert, einfühlsam betreut und auf dem schnellsten Weg in eine Spezialklinik gebracht. Ein gutes Gefühl, auch noch nach so vielen Einsätzen. Ich war zur rechten Zeit am rechten Ort und konnte tatsächlich auch mit den rechten Entscheidungen was Gutes bewirken. Das ist nicht immer der Fall. Vieles ist Routine, aber diese paar Mal, bei denen man eben genau dieses Gefühl hat, die geben einem wieder auch die Kraft, andere Situationen mit zu ertragen, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber mit bestimmten anderen Situationen, zum Beispiel auch ausweglosen Situationen, zurechtzukommen. Die erste kleine Pause in Frankfurt. Notärztin Sabine Jobmann und Rettungsassistent Rolf Schmidt erledigen Büroarbeiten. Die Kantine ist geschlossen. Pilot Hans schmiert sich ein Brötchen. Ja, wir haben jetzt 3 Einsätze weg. Die Mittagszeit ist an sich schon vorbei. Man könnte zwar sich was zurückstellen lassen, aber dazu sind wir heute halt nicht gekommen. Und wer weiß, wie es weitergeht.
Genau so. Jetzt passiert es gerade. Jetzt haben wir den nächsten Einsatz und jetzt können wir das gerade ummessen los. Auf geht's. Noch sind die drei guter Laune. Sie wissen nicht genau, was auf sie zukommt. Der Auftrag lautet, eine Überführung in die Gießener Chirurgie. Dann erfahren sie, ein Mann hat Probleme mit der Hauptschlagader. Die Notärztin ahnt, dass dies ein heikler Auftrag werden wird. Der Patient muss verlegt werden, von einem kleinen Krankenhaus in der Provinz in die Gießener Uniklinik. Sabine entspannt noch ein bisschen. Dem eingeschworenen Team sind schwierige Einsätze lieber als das unerträgliche Herumsitzen und Warten. Also mich stresst es eher, wenn wir keine Einsätze haben. Aber nicht nur dich. Ja, ich stress dann auch die anderen. Der Patient wartet im Rettungswagen auf der Wiese vor dem Krankenhaus. Windböen machen die Landung zwischen dem Buschwerk nicht einfacher. So, am Boden fest. Okay, steig aus. Ja. Über Funk haben sie inzwischen erfahren, dass es dem Patienten sehr schlecht geht. Die Aorta ist eingerissen. Er kann noch nicht verladen werden. Blutdruck und Puls zeigen dramatische Werte. Und die Atmung setzt immer wieder aus. Mittig legen. Wichtig. Mittig. Wo ist die? Also entweder ist es, da müssen wir noch mal gucken. Entweder ist es ein technisches Problem oder wir haben ein Beatmungsproblem. Guck mal, mach mal die Tasche auf. Ist kein Airmix. Nee, ja, das habe ich schon geguckt. Jetzt muss der Kreislauf stabilisiert werden. Das Rettungsteam ist angespannt. Es ist allen klar, dass der Mann so nicht transportiert werden kann. Der Herzrhythmus ist zu schwach. Sabine versucht es mit einer Spritze und stabilisiert vorübergehend die Herztätigkeit. Sie befürchten, dass der Riss größer wird. Der Patient könnte innerlich verbluten. Sabine ordnet jetzt den Transport an. Ja, wir gehen jetzt rein. Aber ich wollte nur, dass, wenn er jetzt durch das Umlagern noch mehr Stress kriegt, dann feste mal am Hals, Rolf an die Karottes. Der Puls scheint jetzt stabil genug für den Flug. Es gibt keine Alternative. Er muss sofort operiert werden. Ja, dem geht's nicht so gut, dem Patienten. Also wir sollten uns nicht allzu sehr stressen lassen, weil dadurch ist dem Patienten natürlich auch nicht geholfen. Aber wir müssen halt zügig arbeiten. Sauerstoff schon auf. Stopp, zu weit nach rechts, nach rechts, nach rechts. Jetzt heißt es ruhig bleiben. Die Gefühle im Griff behalten und alle Konzentration auf die Aufgabe, auf den Patienten richten. Sabine fliegt schon seit 11 Jahren im Rettungsflieger Christoph II. Die Notärztin, die auch als Handchirurgin in der BGU in Frankfurt arbeitet, kann mit solchen Situationen umgehen. Sie weiß, dass es ganz eng werden wird. Es gilt, den rettenden OP zu erreichen. Nur das zählt jetzt. Wenige Kilometer noch bis zur Uniklinik in Gießen. Der Patient darf nicht noch mehr Blut verlieren. Im Aufzug zum Operationssaal wechselt Sabine Jobmann noch schnell die Infusion. Die Werte sind wieder schlechter geworden. Der Puls ist kaum noch zu spüren. Bei der Übergabe an das Operationsteam sehen sie kaum noch Chancen. Sie haben alles gegeben. Jetzt können sie nur noch hoffen. Es gab keine Alternative zum Transport. Sie haben sein Leben verlängert. Bis hierhin. Aber die Prognose ist schlecht. Manchmal kann man eben nicht mehr rennen. Später erfahren sie, dass der Mann aus Schotten gestorben ist. Sabine Jobmann ist niedergeschlagen, spürt ganz intensiv ihre Ohnmacht. Wenn solche Einsätze gelaufen sind, dann fände ich es schon wichtig für mich auch zu wissen, haben wir irgendwas falsch gemacht oder habe ich was falsch gemacht, hätten wir irgendwas anders machen können. Aber letztendlich denke ich mir, das ist jetzt einfach ein schicksalhafter Verlauf. Ärzte begegnen oft dem Tod. Notärzte noch viel häufiger. All der Stress, die Dauerbelastung, die Bilder dieser äußerst intensiven Arbeit müssen verdaut werden. Sabine versucht es mit Sport, Joggen, Wandern, Ski und Radfahren.
zu, lässt sie Dampf ab. Und gerade wenn ich jetzt so zum Beispiel mit diesem tollen Wetter hier durch den Wald radel und hier ist es ruhig und die Bäume rauschen und die Vögel zwitschern, dann kann ich dabei irgendwie total abschalten und dann denke ich auch irgendwann irgendwie an gar nichts mehr, sondern einfach nur noch mich bewegen, mich gut fühlen und danach irgendwie schön duschen und dann ist gut, dann fühle ich mich wieder einsatzfähig. Sie hat in ihrem Beruf viele Härten und tragische Schicksale erlebt. Das hat ihren Blick auf das Leben und seine Werte verändert. Ich habe so für mich irgendwie beobachtet, dass Leute, die, sage ich mal, materiell ganz gut gestellt sind, auch ihre Ansprüche einfach immer höher schrauben und irgendwie gar nicht mehr schaffen, glücklich zu sein. Und ich glaube, das überlegt man dann so ein bisschen, wenn man dann teilweise so Einzelschicksale sieht und dann überlegt man auch nochmal neu, was brauche ich wirklich, um glücklich zu sein. Bernd Vorwerk, der Notarzt von der Bundeswehr aus Hamburg, wird mit Christoph 29 zu einem Bewusstlosen gerufen. Der ist vor wenigen Minuten am Elbufer vom Fahrrad gestürzt. Ein Rettungsfahrzeug ohne Notarzt ist auch schon auf dem Weg dorthin. In wenigen Minuten ist der Hubschrauber auf der anderen Seite der Millionenstadt. Die Kollegen vom Rettungswagen haben den Mann bereits zum Landeplatz in einem nahegelegenen Park gefahren. Er hat das Bewusstsein wiedererlangt. Notarzt Vorwerk erfährt, dass der Patient schwer herzkrank sei und seine Medikamente vergessen habe. 12 Uhr den Weg nach links weg, dann kommt er direkt zum Fahren. Guten Morgen. Moin Moin. Alles klar. So, schönen guten Tag. Hallo. Vorwerk ist mein Name. Wie gesagt, machen Sie sich doch bequem. Sie sehen, ein Blick genügt. Der Puls ist zu niedrig, der Blutdruck zu hoch. Einen kleinen Moment Entspannung. Mein Kollege wird dafür sorgen, dass es erstmal, nachdem es einmal gepiekst hat, wir auch einen Zugang haben. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir das Herz noch wieder ein bisschen schneller kriegen und den Blutdruck ein bisschen runter. Vorwerk und Kansi, sein Assistent, können dem Mann schnell helfen. Das richtige Medikament in der richtigen Dosierung und der vergessliche Patient ist fast wieder wohlauf. In die Klinik muss er trotzdem. Ich kümmere mich während der Fahrt, damit wir jetzt keine Zeit verlieren. Ich fahre mit Ihnen gemeinsam. Die Kollegen fliegen rüber ins OKE. Das will ich Ihnen ersparen. Mit dem Flieger in der Luft, das wäre jetzt nichts für Sie. Und ich schlage dann wieder um. Einverstanden? Ja, soll mir recht. Gut, dann machen wir das so. Wir kommen schon bei 180. Der Patient hat Angst vom Fliegen. Das wäre jetzt zu aufregend für ihn. Während der Fahrt stellt sich auch noch heraus, dass sein Herzschrittmacher schon länger kaputt ist. Den Termin für den Austausch hat er versäumt. Bernd Vorwerk sucht vergeblich nach seinem Krankenausweis. Ja, irgendwann haben sie sich gesagt, wenn er sowieso kaputt ist, brauchen sie auch keinen Ausweis dafür. Ich habe den müssen irgendwo anders in einem anderen. Solche Fälle haben sie öfter. Menschen, die ihre schweren Krankheiten nicht ernst genug nehmen. Sie bringen sich selbst in große Gefahr. Und dann soll es halt der Notarzt richten. Der trägt es immer noch mit Humor. Der Patient offensichtlich auch. Als Bernd Vorwerk den Helikopter besteigt, haben sie schon den nächsten Auftrag. In einem Vorort der Elbmetropole liegt eine leblose Person im Wohnzimmer. So jedenfalls meldet es der Funk. Die Dämmerung bricht herein. Sie dürfen nur bis zum Sonnenuntergang fliegen. Aber dieser Fall scheint dringlich. Da müssen sie einfach hin. Landung fast schon im Vorgarten. So eng ist die Siedlung gebaut. Der Notarzt hat inzwischen über Funk erfahren, dass Rettungssanitäter schon minutenlang versuchen, den Mann wiederzubeleben. Okay. Und haben Sie ihn jetzt so vorgefunden? Es war 12er. 12er Atemfrequenz. Bernd Vorwerk versucht noch eine Beatmung durch den Mund und lässt zusätzlich weiter reanimieren. Das ist gemacht. Noch 30 Sekunden. Aber hier ist nicht mehr zu helfen. Der Notarzt erkennt, ja, der Mann ist gestorben. Was ist, bleibt unverändert. Ach Mensch. Drinnen wissen die Helfer, dass es zu Ende ist. Draußen ist der Helikopter zur Attraktion der Siedlung geworden. Können wir aufmachen. Da gibt's kein Zurück. Auch in der kleinen Straße herrscht jetzt beklemmende Ruhe. Alle warten auf Bernd Vorwerk. Der erklärt der Witwe schonend die notwendigen Formalitäten. Sichtlich mitgenommen erscheint er dann nach einer halben Stunde. Er hat sich Zeit genommen für die trauernde Frau, die jetzt alleine zurückbleibt. Auch der Notarzt will jetzt für sich sein. Ach ja.
Diese Arbeit kann sehr einsam machen. Bernd Vorwerk war als Armeearzt an verschiedenen Kriegsschauplätzen tätig, hat viel wegstecken müssen. Nicht mehr helfen zu können, ist für ihn das Schlimmste. Unter ihm geht das Leben einfach weiter. Der Mediziner kämpft mit sich, obwohl es klar war, dass er keine Chance hatte, dem Patienten zu helfen. Und der Tod erinnert ihn an seine ganz persönliche Geschichte. Vor wenigen Wochen erst ist sein eigener Vater gestorben. Manches tut weh. Und das hat mich jetzt berührt, ja. In Frankfurt ist Christoph II im Stadtpark gelandet. Sabine Jobmann und ihr Assistent Rolf Schmidt werden vom Rettungswagen der Berufsfeuerwehr zu einer Patientin gefahren. Herz-Kreislauf-Attacke meldete die Leitstelle. Gar nicht so einfach, die richtige Tür zu finden. Ich halte ihn auf. Ja, einfach. Hallo? Hallo? Die Sanitäterinnen der Feuerwehr sind schon da und berichten, wie sie die Frau vorgefunden haben. Sie ist nach der Morgentoilette zusammengebrochen, war nicht mehr ansprechbar, berichtet ihr Ehemann. Der Puls ist schwach. Die Notärztin bereitet die Infusion vor. Ich habe gerade mal angestaut. Guten Tag. Ja, bleiben Sie mal liegen, wir legen Sie gleich bequemer hin. Die Patientin hat eine schwierige Vorgeschichte. 2004 erlitt sie einen Schlaganfall. Jetzt wirken die Medikamente schnell, der Puls steigt. Sie soll zur Kontrolle in die Klinik. Die Wohnung ist eng, mit einer normalen Trage kommen sie nicht durch. Nix, okay. Tragetuch, ihr zwei, ja. Unten die zwei, ja. Wir zwei sind sechs, dann kriegen wir sie im Tragetuch runter. Entfasst. So, es gibt mal einen Stich an der Hand, nicht erschrecken. Sabine Jobmann legt noch eine Infusion, die den Kreislauf stärkt. Dann ist die Patientin über den Berg. Viel schneller, als sie erwartet hatten. Ja. Die Patientin ist inzwischen wieder ansprechbar. Sie ist übel, sie hat Durchfall. Und es wäre jetzt auch immer möglich, dass das die Ursache ist. Wenig getrunken, dann noch der Infekt dazu, Wasserverlust, dass sie deshalb einfach kollabiert ist und gar nichts anderes vorliegt. Ein erfolgreicher Einsatz und schon der nächste Auftrag. Gib uns 6 Minuten, bis wir unten sind. Dann müssen wir zurück zum Hubschrauber und dann kannst... Ja genau, sag dir Bescheid bitte. Danke, ciao. Blitzstart für Christoph II. Wieder ein schwerer Unfall auf der Autobahn. Ein harter Job im Minutentakt für die drei. Ob am Boden, mit dem Rettungsfahrzeug oder in der Luft mit Christoph II. Sabine Jodmann ist sich sicher, genau die richtige Aufgabe gefunden zu haben. Man kann diesen Menschen auf alle Fälle helfen und das finde ich total positiv. Einfach dieses Miteinander mit den Menschen arbeiten und den Menschen helfen. Nie ins Aufhören gedacht. Nein, bisher habe ich noch nicht ans Aufhören gedacht. Also es ist sicherlich gerade, wenn man jetzt nachts mit dem Notarztwagen unterwegs ist, das sind schon teilweise anstrengende Dienste. Und auch im Sommer, wenn die Dienste auf dem Rettungshubschrauber lang sind. Aber irgendwie das Fazit am Ende des Tages ist eigentlich immer positiv. Und so lange mache ich weiter. Arbeiten im Grenzbereich zwischen Leben und Tod. Normalität für die Engel in Orange. In Hamburg ist wieder mal dicke Suppe am Himmel. Die Sicht ist grenzwertig. Sie werden gebraucht. Sie wollen fliegen und helfen. Der Pilot muss ständig neu entscheiden, ob bei diesem Wetter noch geflogen werden kann oder nicht. Sie sind unterwegs zu einer Frau mit Herzproblemen. Aber die Hochspannungsleitungen kommen gefährlich näher. Doch der Pilot entscheidet, den Einsatz fortzusetzen. Notarzt Bernd Vorwerk bereitet sich vor. Die Landung ist kompliziert auf der engen Straße. Mit Polizeigeleit kommen sie in die Wohnung. Jo, Frau Hinder, müssen wir gemeinsam mal rüber ins Krankenhaus fahren. Ah, das bleibt nicht aus. Nicht? Das ist ja nicht der Regelfall, dass man einfach beim Frühstückstisch kurzfristig zusammenklappt. Ne? Dann wirkt's auch. Bernd Vorwerk diagnostiziert Herzrhythmusstörungen, möchte das in der Klinik genauer untersuchen lassen. Er erklärt der Patientin, woher ihre Ohnmacht kam. Hier im Moment gar nicht. Ihre Rhythmusstörungen, die Sie gehabt haben, die sorgen dafür, dass der Kopf auch ein bisschen schlechter durchblutet wird. Und dann ist das ein übliches Zeichen. Ja, ist gut bei ihr. Schön. Ach, wird schon werden. Der Ehemann hat die Polizei und die Feuerwehr angerufen, als seine Frau zusammenbrach. Er ist tief besorgt.
Sie war total von den Füßen. Wir fahren mit. Das ist unser Leben, ne? Sind Sie schon lange verheiratet? Doch, 55 Jahre. Oh, Sie machen das ganz toll. Ja. Ich kann nicht. So hin. Ja. Bernd Vorwerk hat die Patientin stabilisiert. Es besteht keine Gefahr mehr. Er hat sie überredet, mitzukommen in die Klinik. Dem Ehemann fällt der Abschied schwer. Schnell noch ein Küsschen und das Versprechen, sie bald zu besuchen. Der Notarzt freut sich über den Erfolg des Einsatzes. Tschüss, Herr Hin. Aber wir haben ja jetzt gesehen, dass mit Hilfe der Medikamente Anheben des Blutdrucks und Stabilisierung der gesamten Herz-Kreislauf-Situation sowohl ihre Ansprechbarkeit, also ihre Vigilanz, sagen wir, wieder deutlich besser geworden ist. Und dann sehen wir mal weiter. Schon auf dem Rückweg zum Heli kommt die nächste Anforderung. Schnell in den Hamburger Norden. Aber der Nebel ist noch dichter geworden. Aber wir haben es ja gerade gesehen, so richtig schnell kommen wir weder über noch unter den Wolken durch. Das wird genauso wieder eine ganz vorsichtige Partie, bis wir auf die Nordseite der Elbe kommen. Eine junge Frau ist verunglückt. Sie wurde von einem Pferd abgeworfen, liegt mit Kopfverletzungen in einem Reitstall. Schon nach wenigen Minuten Flug ist draußen kaum mehr etwas zu sehen. Der Nebel ist wie eine Wand. Sie müssen über die Wolken. Ihr Problem nur, Hubschrauberflug ist Sichtflug. Sie brauchen ein Nebelloch, um sicher wieder herunterzukommen. Jetzt ist ihre ganze Erfahrung und Nervenstärke gefragt. Kirchtürme, Baukräne, Stromleitungen bedeuten Lebensgefahr. An der Miene des Notarztes, der schon so vieles erlebt hat, ist der Ernst der Situation abzulesen. Die Anspannung, die spürt man richtig körperlich in dem Moment. Selbst ein alter Hase wie Sie. Alter, ja, also wenn man, ich denke, wenn ich das nicht mehr spüren würde, dann sollte ich mich verlassen. Das ist nun mal eine ganz besondere Situation, in der man sich dann findet. Und auf der einen Seite muss man durch, aber auf der anderen Seite ist es eben wichtig, dass man eben auch das Vertrauen hat von seinem fliegenden Personal, dass sie einen sicher durch eine solche Gefahr bringen. Pilot und Assistent geben alles. Dennoch, sie wollen helfen, aber die Wetterbedingungen lassen es kaum zu. Nach langer Suche haben sie eine Lücke zum Abtauchen gefunden. Nur im Tiefflug haben sie die Chance, sich noch einigermaßen zu orientieren. 15 Meter Flughöhe. Mehr ist nicht möglich. Und noch 7 Kilometer bis zur Unfallstelle. Vor einigen Jahren kam es in Hamburg bei ähnlicher Wetterlage zu einem schrecklichen Flugunfall, der 5 Kollegen das Leben kostete. Sie müssen aufgeben, umkehren. Zurück zur Basis, solange das noch möglich ist. Die Reiterin wird von einem Notarztwagen abgeholt. Trotz aller Gefahren und Härten, Bernd Vorwerk liebt seine Arbeit. Ich bleibe dabei, also fliegen. An sich für mich der erstrebenswerteste Arbeitsplatz als Notarzt auf einem Hubschrauber Dienst zu tun. Und wenn schon nicht Berufung, aber Erfüllung, die finde ich auf jeden Fall in dem Bereich. Ob vor der Frankfurter Skyline oder über dem Hamburger Hafen, Engel in Orange sind immer bereit zu helfen. Die ZDF-Reportage wieder nächsten Sonntag um 18 Uhr. Besuchen Sie uns auch im Internet unter reportage.zdf.de.